Wenn du dich selbstständig machen willst mit einer Neugründung oder du hast ein Bestandsunternehmen und willst wachsen, brauchst du in der Regel Kapital, Finanzierungsmittel. Und nicht immer ist genügend Eigenkapital oder Innenfinanzierung im Unternehmen vorhanden. Deshalb wird Fremdkapital eingesetzt. Und Fremdkapital können Fördermittel sein, es können aber ganz normale Kredite sein oder Mittel von Investoren, die dir zur Verfügung gestellt werden. Und in diesem Video werde ich dir aufzeigen, was die 12 häufigsten Fehler sind von denjenigen, die solche Anträge gestellt haben. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer und Berater, sondern habe insgesamt 4 Ausbildungen gemacht zum Thema Fördermittel und Finanzierungsanträge. Auf der anderen Seite begleiten wir bei der X-Group pro Jahr aber auch 200 bis 300 Unternehmer oder Gründer dabei, solche Anträge zu stellen. Deshalb kennen wir die Fehler aus der Praxis. Du bist eingeladen, diese zur Kenntnis zu nehmen und möglichst selbst nicht umzusetzen. In insgesamt 12 Teilen werde ich dir diese 12 häufigen Fehler vorstellen. Heute beginnen wir mit dem ersten Fehler, der auch am meisten gemacht wird, wenn Gründer, Unternehmer in der Regel zu uns in die Wirtschaftsagentur kommen. Der übliche Ablauf von vielen Gesprächen ist, dass der Gründer herkommt und mich fragt, wie viel Fördermittel, welche Fördermittel er bekommen kann und was er dafür tun muss. Dieser Ansatz ist natürlich gut gemeint und erstmal ressourcenorientiert, wenn auch fremde Ressourcen hier Adressat sind des persönlichen Begehrens, aber tatsächlich ist das nicht wirksam, das Vorgehen. Denn es gibt mehrere tausend Förderprogramme und diese mehreren tausend Förderprogramme sind ganz unterschiedliche von den Voraussetzungen aufgebaut. Bei den einen Programmen können es nur junge Unternehmen, bei den anderen Programmen nur Bestandsunternehmen, beim nächsten Programm müssen es innovative Unternehmen sein, bei manchen darf die Firma noch gar nicht gegründet sein. Das ist der erste Punkt. Aber viel wichtiger ist herauszufinden, wie viel Geld überhaupt benötigt wird, denn die meisten Förderprogramme haben Limits nach oben und andere auch nach unten. Und noch viel häufiger ist es auch so, dass diese Mittel, die beantragt werden, gerade wenn es Fördermittel sind, auch zweckgebunden sind. Also braucht man nicht nur einen Gesamtbetrag, sondern der Betrag muss auch definiert sein, wofür was gebraucht wird. Um es also richtig zu machen, bedeutet es, auf die Suche nach Fördermitteln und Finanzierungsinstrumenten erst zu gehen, wenn man ungefähr weiß, wie viel Geld tatsächlich gebraucht wird. Und von diesem gebrauchten Geld, also vom Gesamtkapitalbedarf, dann wird davon der Eigenkapitalbetragsanteil abgezogen und dann bleibt offen der Finanzierungsbedarf. Und jetzt macht es Sinn, auf die Suche zu gehen nach Finanzierungs- und Fördermittelinstrumenten. Und morgen geht's weiter mit dem zweiten Punkt der häufigen Fehler bei der Finanzierungs- und Fördermittelbeantragung. Du bist jetzt eingeladen, gerne den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen. Dann wirst du informiert, wenn der zweite Teil online geht.